Und herzlich willkommen zurück bei den beiden Van Helsing-Brüdern. Wir sind gerade in einen neuen Bereich vorgestoßen. Bacon L'Orange und Shadowrunner sind in Borgovia in den Tunneln angekommen. Und begeben uns hier weiterhin auf die Suche nach allem, was wir schnetzeln können. Genau. Und ja. Vive la Resistance! Surrender, disobedient citizen. Take us to your leader. Da haben wir auch, glaube ich, schon die ersten Opfer gefunden. Und das Schöne ist, wir haben hier gleich einen Händler. Ist das nicht? Ah, wunderbar. Ja, dann schalten wir den quasi dadurch frei. Elementary, my dear Van Helsing. So, you came to help us get rid of these mad scientists. That's the idea, but I'd like to get prepared first. Okay, dann haben wir wunderbar lagern. Dann drücke ich dem direkt mal hier ein bisschen Zeug in die Hand, was ich nicht mehr brauche. Na, das Schwert geht immer noch nicht weg. Und bei Katharina, hat die irgendwas Interessantes? Nein, da habe ich immer noch den besseren Tank. Bessere Waffe habe ich auch. Ja, ich habe noch eine nicht identifizierte Waffe. Die sollte ich nochmal kurz rübernehmen, um das gleich zu machen. Aber der Rest kann weg. Genau, ich habe auch gerade einfach erstmal fleißig verkauft. Okay, gut, ich warte auch, bevor ich hinten weiterlaufe, auf dich. Ja, aber das ist halt so eine Larifari-Waffe. Die kann also noch beim Händler weggeschmissen werden. Und damit bin ich dann aber auch bereit. Wunderbar. Oh, da steht ein Kraftprotz-Veteran. Genau. Der steht aber, glaube ich, nicht mehr lange da. Oh, der macht aber einen unangenehmen Flächenangriff. Ja, der wirft jongliert mit Feuerbällen. Und hier vorne, wenn ich es richtig gesehen habe, lag da gerade ein Maschinenteil. Ah, okay, dann sollten wir uns das gleich anschauen, sobald wir uns um die ganzen Veteranen gekümmert haben. Das ist jetzt gerade schon wieder so ein Gebiet, wo man irgendwie so gar nicht dazukommt, mal vernünftig aus dem Kampf rauszukommen. Ja, aber da liegen auf jeden Fall Maschinenteile rum. Und ich habe gerade auch versucht, auf die chemischen Tänke zu schießen. Oh, da kommen gleich Kraftprotzenmeister. Ja, gesehen. Dann nutzen wir da mal wieder unsere Power-Ups und hauen da alles rein, was wir haben. Genau, das sieht auch eigentlich schon ganz gut aus. Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen Flächenschaden, solange noch. So, jetzt geht es wieder auf Einzelschaden. Und da sind sie weg. Einer ist da noch. Ich hatte es nur gedacht, weil schon so viel Loot gefallen war. Es ist auf jeden Fall sehr gut, dass hier vorne ein Händler ist. Ja. Und Katharina ist tot und ich guck gerade mal. Ja, die Tänke kann man drauf schießen, aber es passiert nichts. Aber ich glaube auch, dass es gerade irgendwie Maschinenteile gab. Ich finde sie jetzt allerdings gerade noch nicht in meinem Inventar. Die Katharina eventuell genommen. Nein. Es gab doch Maschinenteile. Die stehen unter Abenteuergegenstände. Im Inventar? Im dritten Reiter. Ah. Ja, stimmt. Da haben wir schon 7 Stück. Wie viele brauchten wir da? Das weiß ich nicht, weil die Aufgabe... Nee, das sind rostige Bomben. Das war was anderes. Schade. Genau. Ich gucke nur ganz kurz. Ich habe einen nicht identifizierten Gürtel bekommen. Der erfordert Stufe 17. Okay, und ist nicht so viel wert wie meiner. Gut. Dann können wir ja weiter hier hochrennen. Look at this factory. This is horrible. I understand. Ja, das. Do you have any idea? Oh, da vorne ist ein Koloss. I am heartbroken. Ja, hat allerdings keine besondere Farbe, also von daher würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass der das Schlimmste sein wird. Okay, er zieht einen ran. Mit irgendeinem Tentakel.
So, aber der Koloss hat sich dann auch gleich eigentlich schon erledigt. Ja. Und ja, dann haben wir jetzt halt noch ganz viele, ja, mehr oder weniger normale Wachen. Ja, sogar die Kraftprotze, wo ich am Anfang dachte, die mit ihrem Feuer, das könnte kritisch werden, dass die scheinen sich doch recht einfach noch töten zu lassen. Und dann kann man die einfach auf der Entfernung verbrennen. Genau, was? Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man hier diese chemischen Tänke nicht irgendwie in den Kampf einbinden könnte. Das wäre auf jeden Fall eine nette Spielerei. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Hey, was mir momentan immer noch ein bisschen fehlt, ist, ich finde es ja mal wieder ganz angebracht, hier auch wieder so einen Teleporter zu finden. Ja, das stimmt. Aber das wird bestimmt früher oder später kommen. Es wäre natürlich recht bald angenehm, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ja, müssen wir mal schauen, vielleicht kommt ja gleich noch was. So, ich muss mal eben weglaufen, die Kraft trotzdem hat mich gerade rangezogen. Ja, sind aber gleich schon wieder genau, tot. Und hier vorne sehen wir auch hinten schon links einen Weg in die Kanalisation. Und es wird schon ein roter Gegner angezeigt. Deswegen versuche ich mal hier weiterhin oben in rechts in der Ecke stehen zu bleiben, in der Hoffnung, dass er nicht gepult wird, aber ich glaube, er ist gerade in den Kampf getreten ist. Dann hoffen wir doch lieber, dass wir die oben nicht noch dazu holen. Dann sollte das Ganze passen. Genau, ein Elite-Kraftprotz ist das. Der kann sich scheinbar auch porten, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich musste gerade schon einen Heiltrank nehmen und babbeln, aber er geht jetzt nach unten. Ja, sehr schön. Er hat auch wieder jede Menge fallen lassen. Und ja, da... Okay, jetzt haben gerade die Tanks eine kleine Explosion von sich gegeben. Ah! Wollen wir hier... Okay, damit erübrigt sich die Frage, ob wir nach unten gehen. Ja, das war gerade eigentlich mehr oder weniger nur... Ich habe wieder mal gesehen, ich kann dann was anklicken. Wenn dann auch klicken! Weil vor allem war oben auch noch was. Da war ja noch Energiewende in dem anderen Stock. Und aber okay, dann sind wir jetzt erstmal hier unten. Und hier kommen wir gerade irgendwie nicht durch. Sind wir zu dick? Also ich komme da durch. Ah ja. Ich stoße halt links und rechts mit meinen ganzen Teilen an. Aber da war auch nichts mehr hier. Ja, dann geht's wieder nach oder oben. Oder weiter nach unten. Oh, ja. Komm ich hier gibt nach. Es Gossenlärchen. Das sind allerdings in dem Fall keine Vögel. Ja, aber... Also hier, das vom Aussehen ist das wirklich wieder... Gefällt mir das richtig gut. Das ist also... So richtig typischer Steampunk mit den Industriegebieten hier und mit den passenden Gegnern dabei. Das sieht schon wirklich sehr nett aus. Auf jeden Fall. Da gibt es auch noch Grubberkinde und Rattenfänger. Der Rattenfänger, die sehen so ein bisschen aus wie einmal oben dieser Monsieur Flambeur. Oder genau, ja. Und da haben wir jetzt was Blaues an Gegnern. Genau, die Gossenlärchenmeister. Auch immer noch keine Vögel. Und das Gossenlärchen-Musketiermeister. Und rote Bullen. Bin ich ja auch gespannt, ob wir hier noch die Ninja Turtles vielleicht antreffen. Die gehören doch auch. Solange sie nicht aussehen wie Schildkröten, kann ich mich damit abwehren. Oh, ich hatte einen Stufenaufstieg.
Ja, den habe ich auch verpasst, sehe ich gerade. Und jede Menge Punkte wieder. Dann verteilen wir es wieder auf Geschicklichkeit, ein wenig Glück, ein wenig Körper und ein bisschen Willenskraft. Und 3 Punkte hier drüben. Die Hauptfähigkeiten kann ich jetzt gar nicht mehr höher machen. Das bedeutet, ich kann die Krähenfußgranaten aufs Maximum setzen und langsam müssen wir dann auch mal tiefer in den Talentbaum vordringen. Und dann geht es jetzt halt doch mal wieder auf die Spinne. Ja. Und ich sehe, ja, ich bin gerade weitergelaufen. Als ich gerade umdrehen wollte, kam hinter mir leider eine, ja, so eine Knochenwand, wo ich nicht rauskomme. Und was noch blöder ist, ich stehe auch hier die ganze Zeit in irgendeiner Suppe drin. So, jetzt bin ich endlich raus. Weil hier hinten ist wieder ein blauer Punkt. Das ist dann ja in der Regel immer ein NPC, mit dem man reden kann. Ja. Ein Gossenlärchen Nager. Okay. Allerdings nicht mit A am Ende geschrieben, also keine Schlangenwesen, sondern... Okay, das kennen wir ja. Ja, da habe ich doch ganz schlechte Erfahrungen. Okay, die verwirrt mich jetzt. Ich habe jetzt an der Frage zur Auswahl, ist es Zeit, Fragezeichen, Tod, Fragezeichen oder die Ewigkeit vielleicht, Fragezeichen. Die Ewigkeit kann es doch eigentlich nur sein. Beginnt die Ewigkeit? Nee, die Zeit, die beginnt, hat sie kein Ende? Das ist die eine gute Frage. Oder der Tod beginnt und hat kein Ende? Ich würde sagen Zeit. Ich versuch's einfach mal. Ja, mach. Nee. Okay, schade. Dafür habe ich mir so viel Mühe gegeben. Ah, das sind auch wieder schädliche Siegel. Ich schieß mal gerade auf das eine. Ja, auch gerade den, aber der Irisch war dann doch recht. Ja, der war recht schwach. Einfach. Vielleicht hätte er eine tolle Belohnung für uns gehabt, wenn wir richtig geantwortet das hätten. Mag das sein, wir werden es jetzt leider nur nicht mehr rauskriegen können. Guck gerade, was haben wir da? Da geht's in die Kanalisation. Ja, aber ich glaube, ich würde mir eher dann noch mal kurz hier vor diese Ebene, also das hier draußen weiter angucken, sprich wieder jetzt einfach ein Stück nach oben und... Ja, weil da waren wir noch nicht fertig. Hinten gibt's auf jeden Fall noch eine Kiste, da ist zumindest ein bisschen Gold drin. Aber nee, hier die Ebene scheint fertig zu sein. Da ist Feuer. Kommen wir hier mit dem Aufzug wieder hoch? Ja. Weil auf jeden Fall hatte ich da eben, da oben hatten wir noch nicht alles fertig. Kommt der Aufzug auch wieder runter? Ja, also kann ich hoch. Und dann rufe ich mir direkt den zweiten. Nee. Und da auch hoch. Oh, und hier oben hat es schon wieder neue Leute. Das scheint dann wirklich wieder zu sein, dieses... okay, da hat sich gerade die Skype verabschiedet. Ich hoffe, dass es kein kompletter Disconnect ist. Inventory ist voll. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Kriegsknechte. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, erstmal wieder halbwegs aufgeräumt. Ja. Gut, dann... schauen wir mal hier um die Ecke noch. Also vor allem diese Energiewand da oben hätte mich mal interessiert. Und ich sag mal, es wäre wirklich langsam ganz nett, irgendwie etwas Teleportierendes zu finden. Weil wenn man jetzt irgendwann wieder ganz zurück muss... Okay, wir können durch die Mauer durchschießen, aber wir kommen glaube ich nicht durch, wenn ich das... Schauen wir mal. Vielleicht geht das noch auf. Nein, suchen wir einen anderen Weg. Ja, da, was wir allerdings nicht gemacht haben, ganz am Anfang auf der Karte konnte man auch in die andere Richtung. Wir haben uns ja einfach für hier unten entschieden. Ja, vielleicht gibt es da noch so einen kleinen Abstecher mit Teleportation. Genau. Auf jeden Fall muss man ganz kurz was verkaufen. Ja, das ist sicherlich keine schlechte Idee. Da kommen wir leider nicht drum herum. Ein Kondensatorenpack brauche ich nicht. Das brauche ich
Ah, das kann ich sogar mal anziehen. Das kann alles weg. Das kann weg. Das werde ich mal... Ja, auch wenn damit die Essenzen wegfallen. Traumaturg natürlich jede Menge. Ich habe hier mal einen Seidenmantel für dich. Vielleicht kannst du den brauchen. Ja, der ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe nur noch nicht den Level dafür. Ja. Ja, aber du kannst ja schon mal einstecken. Und ich habe hier schon wieder eine Trophäe, die ich identifizieren kann. Die ist schon wieder besser als meine bisherige. Die wird direkt angelegt. So, was ist denn hier gerade los? Da rennt aber jede Menge ja, hinter dir her. Ja, da kümmere ich mich auch gerade drum. Das war eine Falle. Hinten war eine Kiste. Ich dachte mir, ich mache einfach mal die Kiste auf. Und da kam zwar ein kleiner Text, allerdings der Text sagt Bang. Das ist sozusagen der Inhalt der Kiste gewesen. Und ja. Du solltest doch irgendwann mal wissen, dass du nicht alles. Ja. Du weißt doch, das Einzige, was ich nicht anklicke, das ist dann das, was ist, ja, was halt richtig gut gewesen wäre. Von daher. Vielleicht gibt es ja hier oben was anderes. Aber es sind doch recht große Gebiete, die wir hier schon mal erkunden können. Da gab es schon wieder eine Errungenschaft. Oh, hier ist auch wieder ein Koloss. Ja. Und ein Brabatrachi, ach, ein Magister. Eieiei, ich muss mich mal eben... Okay, gut, jetzt geht's wieder. Ja, der Magister ist auch schon weg. Ich sehe hier gerade oben, es gibt einen roten Knopf, wo man drauf drücken könnte. Aber lass uns vielleicht... Ich habe immer noch die Hoffnung langsam auf ein Teleportal, sprich, wir könnten da links, wo es auf der Karte blinkt, noch jetzt schnell. Ja, ich bin hier vorne nur noch, gerade habe ich hier noch ein, zwei Kriegsknechte. Ja, Maschinenteile gibt es hier jede Menge. Huch, jetzt habe ich doch auf den Knopf gedrückt. Das passiert aber nicht. Das war jetzt enttäuschend. Dafür ist hinten wieder ein NPC, zu dem wir noch nicht kommen, scheinbar. Nee, hier geht's nicht hoch. Schade. Wir scheinen gerade... Ja, das Blinken ist hinten bei der Kanalisation, wenn man da genau auf der Karte hinguckt. Ja, stimmt, da hätten wir wieder ganz rumgemusst. Warte mal, kommt man hier vielleicht noch hoch? Nein, da ist auch eine Energietür. Ja, dann würde ich aber sagen, müssen wir notgedrungen. Wie sieht Die Zeit aus, Herr Bacon? Genau, die Zeit sagt, dass die Episode auch leider schon wieder um ist. Und ja, dass wir erst in der nächsten Folge weitermachen können. Und dann vielleicht hier hoffentlich einen Ausgang finden werden. Und bis dahin verabschieden wir uns. Macht's gut!